Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Ich bin hier gerade unser Süßigkeiten und Chips Schrank am Ausräumen oder ein bisschen am Ausmisten. Aber da kommt immer so viel. Man sagt der Verwandtschaft, bitte hol nichts. Aber es kommt immer wieder was. Aber auch von der Brand News Box. Und da will ich jetzt mal gucken. Ein bisschen hier sortieren. Ein paar Kekse und so packe ich ihn ja immer für die Schule ein. Dann habe ich hier eine extra Box. Nur dafür, dass ich weiß, das ist für die Schule. Das muss ich jetzt ein bisschen sortieren. Hier hatte der irgendeine Kooperation mit Hafer voll. Da haben wir noch ganz viel von. Die sind aber auch sehr, sehr lecker. Ja, und oben haben wir so Chips. Wir hatten die Süßigkeiten weggepackt eine Zeit lang, damit der da nicht so viel isst. Aber eigentlich ist der nicht viel Süßes. Werde ich jetzt wieder weg, also in Wohnzimmer packen, weil da ist auch noch vom Weihnachten Schokolade. Das muss jetzt mal weg. Gestern habe ich übrigens Bohnensuppe gekocht. Die hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Mit Würstchen. Riecht echt gut, da kriege ich wieder Hunger. Ja, und hier haben wir ja noch diesen dieses Osterkörbchen von der Oma Elfi. Das stelle ich jetzt auch ins Wohnzimmer, damit die ganze Schokolade jetzt mal wegkommt. So, ist jetzt wieder aufgeräumt. Hier oben sind die Chips. Hier unsere Reiswaffeln. Hier sind so Weingummis und ja, so Bonbons. Dann haben wir hier die Riegel. Und hier Kekse und so weiter, was er mit in die Schule nehmen kann. Und jetzt habe ich die ganzen Haribos hier reingepackt. Ganze Schokolade hier rein. Das kommt jetzt ins Wohnzimmer und hier halt so ein bisschen was für Erwachsene. Jetzt muss ich auch noch tanken, Geld abheben. Mein Gott, der Tank ist immer leer in letzter Zeit. Man will gar nicht tanken für über 2 Euro. Und wir haben schon 10, 22. Um 11 muss ich da sein. Halleluja! Oh Gott, ich schaffe es. Schaffe ich es? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe. Schaffe ich es? Schaffe ich nicht? Oh, diese Strickjacke finde ich ja echt schön. Aber die fusselt so. Also, die hinterlässt so. Das ist die, wo der Ermin mich noch entfusseln musste, bevor wir nach Mallorca geflogen sind. Aber ich finde die schön. Ich bin jetzt bei Miriam angekommen. Hallo. Da ist die hübsche Maus mit dem schönen, fitten Sportarsch. Hat mir die Sarah letztes Mal auch gesagt. Die meinte so, boah, den geilen Arsch. Ja, die meinte so, war der gemacht? Ich so, nein, die macht einfach nur Sport. Die ist nicht so wie wir. Ja, jedenfalls bin ich jetzt hier und sie macht mir ja heute die Powder Brows. Sowas hatte ich ja noch nie. Ich hatte ja bisher 2 oder 3 Mal Microblading. Aber es hat bei mir nie gehalten. Immer so 4, 5 Monate und danach war die Farbe weg. Und ja, also man sieht es kaum, überhaupt nicht mehr. Ich habe jetzt auch gar nichts an meinen Augenbrauen gemacht, auch nicht gezupft und so. Da guckt die Miriam gleich mal, ne? Du zeichnest ja auch vor, genau. Und so weiter. Und dann das machen wir gleich alles in Ruhe, bis du zufrieden bist. Und dann geht's los mit dir. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber wie ist das? Das ist ja nicht wie Microblading mit einem Messerchen, ne? Das Nein, das wird mit einer Tattoo-Maschine quasi gemacht, also mit einer richtigen permanenten Make-up-Maschine. Und da wird mit einer Nadel gearbeitet in der Pendeltechnik. Das heißt, du hast so einen pudrigen Effekt hinterher mit 1000 Millionen Mikropixeln. Genau. Okay. Interessant, bin mal gespannt. Ich hoffe, es sieht gut aus. Denkst du, es sieht gut aus? Das wird auf jeden Fall gut. Okay, I hope. So, ach, und was ich dir noch zeigen wollte, ne? Meine Beine. Ich musste mich nicht einmal rasieren seit dem letzten Mal. Ich war jetzt auch 2 Mal im Urlaub. Und nichts. Also, ich kann dir das mal zeigen. Ich zeige euch das auch mal. So, ich musste jetzt einmal meine Hose runterziehen, sonst hätte ich ihr das nicht zeigen können. Die Hose ist so eng. Ja, schau mal. Sehr gut auf jeden Fall. Ne? Sie sehen, krass, sehen Sie nichts, also nur hier so ein paar vereinzelte Haare. Ja, genau, Haare, ganz, ne? Ganz wenig. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera gut erkennen kann. Hier sind so ein paar einzelne Haare. Ja. Und auch ganz fein kommen die raus. Ne? Ich war vorher fast so behaart wie der Ermin. Wirklich. Und hier am Knie noch ein bisschen was. Aber echt krass. Und am das nach dem zweiten Mal. Ne? Nach dem ersten Mal sah es sogar so krass. Ja, da war ja auch schon krass. Ja. Das ist echt heftig. Und am meisten sieht man das hier intim, aber das werde ich jetzt nicht in der Kamera zeigen. Aber es ist so heftig, weil ich ja das Tattoo hier habe und hier sieht man halt die Haare und auf der anderen Seite halt nichts. Ja, da hatte man eigentlich so einen perfekten Vergleich. Ne? Ja. Hey, das ist echt krass. Echt heftig, Leute. Also, ihr wisst, habe ich euch jetzt schon 10.000 Mal gesagt, wenn ihr
eine Haarentfernung haben wollt, auf jeden Fall hier zu Miriam. Sie hat immer noch das Angebot für unsere Community. 99 Euro. 5 Zonen. Genau. So, dann ziehe ich mal meine Hose wieder an. So, die Patientin nimmt Platz. So, Frau Doktor, was gibt es denn heute? Das ist ein bisschen schwer. Den Arsch noch ein bisschen dicker, bitte, so wie deinen. Nee, wir führen jetzt erstmal ein Vorgespräch. Ich frage dich ein paar Sachen, damit wir wissen, was du für eine Form haben möchtest, in welche Richtung die Farbe gehen soll. Okay, schön so südländisch-latinamäßig. So einen dicken Balken. Ja, Balken wollen wir nicht, aber schon ein bisschen breiter, als du die sonst trägst, damit sie die haben. Mhm. Was ist dir denn wichtig? Was möchtest du denn auf jeden Fall verbessert haben? Weil du hast ja jetzt darunter ein altes permanent Make-up, was man jetzt kurz dann kaum noch sieht. Aber wir müssen ja gucken, dass wir das ein bisschen ausgleichen. Und möchtest du die Form ein bisschen gewogener haben? Möchtest du die eckiger haben? Schon eckiger und ja, dass ich mich nicht schminken muss morgens. Ne? Das wäre schön, dass es halt geschminkt aussieht. Das ist ja der Sinn dahinter. Ja, bei Microblading sieht es ja halt natürlicher aus. Und Powder Brows sind ja so ein bisschen, das sieht geschminkt aus. Auch natürlich, ne? Ist auch eine natürliche Methode, aber es sieht trotzdem geschminkt aus. Ne? Ja, genau. So dass du halt wirklich das volle Augenbrauen hast, ne? Die halt wirklich einen gleichen Zustand haben, wo du halt keine Lücken drin hast. Also du zeichnest das jetzt erstmal vor, ne? Guckst die Form. Und dann kann ich ja erstmal sehen, ne, wie das aussieht. Genau. Wir zeichnen auch so lange vor, bis du 100% zufrieden bist und bis du das Go gibst, dass du sagst, okay, das ist perfekt so und so möchte ich es gerne haben. Und ja. Okay, let's go. Dann machen wir das. Was dir nicht gefällt, ne? Was du vereinbart haben möchtest, dann machen wir das sofort. Wir müssen halt ein bisschen die alte Form mitgehen, ne? Weil du hast halt hier diese Grundform, die eigentlich bis hier oben sogar geht, ne? Also die ein bisschen breiter ist. So dass wir die hier aber die schöne Kante machen können, das geht noch. Der Detail müssen wir mitnehmen. Okay. Ist das hier oben nicht zu rund? Willst du das eckige haben? Ja. Ja? Ich weiß nicht, was sagst du? Ich kann mir das jetzt auch gerade so gar nicht vorstellen, weil das nicht ganz aus... Schwierig. Soll ich das einmal ausmalen? Ja, das wäre nett. Okay, dann mache ich das mal. So, ihr Lieben, wir haben jetzt schon mal die Form. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich so ein paar Sachen ausprobieren wollte. Ein bisschen eckiger, ein bisschen runder, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Und jetzt haben wir die Form. Ja, und wird jetzt wird gestochen, nennt man das gestochen? Genau, mit ja. Los geht's. So, ich fange mal an. Und? Merk nichts. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich konnte vorhin nicht mehr aufnehmen, weil mein Akku mal wieder leer war. Also ich habe es auch mit meinem Akku in letzter Zeit. Ja, das ist das Ergebnis. Meine Augenbrauen sind fertig. Ich muss auch sagen, es ging total schnell. Also dieses Vorzeichnen hat viel länger gedauert als das Powder Brows stechen. Ich hatte aber auch immer so extra Wünsche, dann wollte ich es mal anders. Ich konnte mir das auch nicht richtig vorstellen, weil hier die ganzen Striche waren und da war ich so irritiert und dann war ich mir so unsicher und dann zum Schluss war ich nur noch happy, dass es gut aussieht. Ja, ich habe hier unten habe ich leider das Problem, ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr sehen könnt, hier ist so eine kleine Lücke. Da habe ich nämlich ein Muttermal und da darf natürlich nicht drüber gestochen werden. Das Problem hatte ich auch damals bei Microblading. Da muss ich die kleine Lücke halt immer von selbst jetzt übermalen. Ansonsten finde ich, sind die sehr, sehr schön geworden. Die sehen halt aus wie gezeichnet, als hätte ich die jetzt selber, ne,
gemalt, gezeichnet morgens und ja, ich muss halt jetzt nicht drüber malen und ja, ich bin mal gespannt, wie meine Haut das so aufnimmt, weil das Microblading hat meine Haut ja nicht so gut aufgenommen und hier bin ich jetzt wirklich gespannt. Also von der Arbeit her, wie sie das gemacht hat und ja, von der, was soll ich sagen, es sieht halt schön aus. Also es hat mir sehr gefallen, wie sie gearbeitet hat, die Miriam, und wenn ihr auch Powder Brows haben wollt, dann ich verlinke sie euch unten in die Infobox, auch mit der Haarentfernung, das Angebot immer noch die 99 Euro. Da wendet euch bitte an die Miriam, sie ist in Bochum, eine total liebe Person und dann könnt ihr euch einen Termin machen. Genau, ich muss jetzt halt ein bisschen die Augenbrauen pflegen. Ich habe noch so ein Set mitbekommen, wo alles draufsteht und ein paar Wattepads und so weiter. Nicht Wattepads, Wattestäbchen und irgendwelche anderen Stäbchen so. Und dann muss ich jetzt die nächsten Tage ein bisschen auf die Regeln achten, damit ich meine Augenbrauen schön halte und fresh halte. Ja, sind sehr, sehr schön geworden. Und ein einmal nachstechen ist auch im Begriffen. Also wenn es, sage ich jetzt mal, wenn die Farbe irgendwie, wenn es einem nicht passt, wenn da nur irgendeine Lücke ist, ne? Nach 14 Tagen sieht man ja, wenn es abgeheilt ist, wenn noch irgendwo eine Lücke ist. Und das muss verbessert werden. Dann ist dieses Stechen halt auch im Begriffen. Ja, mir gefällt's und wir sind nächste Woche wieder da zum Lasern. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe fast überhaupt keine Haare mehr. Also wirklich ganz, ganz wenig. Die kommen ganz fein raus und es ist wirklich nicht der Rede wert. Also ich muss mich echt gar nicht mehr rasieren. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Wahnsinn. Also das hatte ich noch nie. Ich war so behaart, so behaart, so behaart. Ich könnte das jetzt hier erkennen, wie behaart ich bin. Ich glaube, in der Kamera sieht man es nicht richtig, weil meine Arme rasiere ich. Vielleicht kann man es hier erkennen. Meine Arme rasiere ich nämlich. Und hier sind halt so Stoppeln, ne? So behaart waren meine Beine. Und noch mehr. Also die Beine natürlich mehr als die Arme. Und ich bin einfach so happy. Wirklich, es ist so geil, sich nicht rasieren zu müssen. Ich glaube, ich werde mir noch die Achseln machen nächstes Mal, weil ich habe jetzt nur Beine, Po, Intimzone. Aber ich glaube, ich werde noch die Achseln machen, weil die Achseln musste ich jetzt natürlich 2-3 Mal rasieren. Ja, ich bin auf jeden Fall mega zufrieden und ich bin mal gespannt, wenn die abgeheilt sind, wie die aussehen. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob meine Haut das jetzt richtig aufnimmt, weil ja, Microblading hat meine Haut halt nicht so gut angenommen. Und die sind jetzt auch noch angeschwollen. Aber ansonsten gefällt es mir echt gut. Ja, Ermin und Alexandro sind jetzt gerade beim Kickboxen. Also Ermin hat Alexandro zum Kickboxen gebracht. Und Samstag hat er seine Gürtelprüfung. Da bin ich mal gespannt, wie gut er es meistert. Ich hoffe, er bekommt seine Urkunde. Morgen ist Donnerstag. Meine Lieben, morgen sind wir mal nicht im Don Carlos. Denn morgen eröffnet in der Nähe von Don Carlos, also auch an der Zentropromenade, ein Peter Pan Burgerladen. Von dem habe ich schon ganz, ganz viel gehört, dass der in Berlin schon sehr, sehr gut sein soll, sehr gehypt sein soll. Und jetzt eröffnet er an der Zentropromenade. Und da haben wir eine VIP-Einladung bekommen, weil morgen darf man noch nicht als normaler Gast rein, sondern es sind erstmal die Influencer eingeladen und die VIPs, keine Ahnung, wer da noch ist. Und da werden wir morgen hingehen und uns den Laden so ein bisschen anschauen. Ich nehme euch mit, da könnt ihr auch mal einen Eindruck von bekommen. Und da bin ich mal gespannt, wie so ein Burger da schmeckt, weil da haben wir noch gar nicht gegessen. Freitag geht's zu Knossis VIP Party. Ihr habt vielleicht gesehen, dass wir nicht mehr beim Voting dabei sind, weil wir so ein bisschen die Regeln nicht verstanden haben. Also man durfte zum Beispiel nicht 2-mal, 3-mal voten und das wussten wir nicht. Und deswegen sind wir jetzt aus diesem Voting raus, sind aber auf der Gästeliste und sind auf Knossis Party dabei. Wir sind nur nicht in diesem VIP-Bus dabei, was vor der Party noch ist, sondern sind auf Knossis Party dabei. Und da freuen wir uns auch total und da nehmen wir euch dann auch mit, damit ihr da auch gucken könnt. Ja, das ist so unser Wochenende. Und Sonntag, genau, Sonntag sind wir eingeladen im, wie heißen das? Auf jeden Fall mega cool für Kinder. Das ist hier auch an der Zentropromenade. Iron Art Family Kids Fun Expo. Das ist die Seite. Und es ist richtig krass. Da sind so Transformers und Spider-Man ist da, Hulk ist da, also so richtig was Cooles für die Kinder. Das ist jetzt hier eine Reportage von RTL, glaube ich. Genau, und da wird sich der Alexandro richtig freuen. Also ich freue mich auch total drauf, diese großen Transformers zu sehen. Und ja,
Wird auf jeden Fall cool. Hier, richtig schön. Ja, genau, da sind wir dann am Sonntag und keine Ahnung, was noch kommt. Also dieses Jahr ist einfach, ich freue mich total, toi, toi, toi. Dieses Jahr ist bis jetzt wirklich, hat sehr gut gestartet, wundervoll. Und es kommen noch viele tolle Projekte und ich freue mich, euch nach und nach davon zu erzählen. Ja. Besser später als nie oder so, ne? Wie nennt sich das? Weil ich gehe ja auf die 40 zu. Aber mein Leben war ja immer so ein Auf und Ab. Ich stand ja schon total früh auf der Bühne. Ich habe ja mit 4 angefangen, griechisch Folklore zu tanzen. Mit 4 Jahren. Das sah total witzig aus. Wenn ich die Videokassetten mal auskrame aus dem Keller, werde ich euch die mal zeigen. Total niedlich. Ich bin in so einer Folklore-Tracht mit 4 Jahren. Und dann hatte ich so richtig lange, wellige Haare. Also alle haben mich früher, auch meine Familie, Durkalaki genannt. Also kleine Türkin, weil ich immer wie eine Türkin aussah. Und ich habe mit 16 habe ich aufgehört zu tanzen und habe mit 16 angefangen zu singen. Ich stand mit 16 schon auf der Bühne und habe vor 5 Jahren aufgehört mit dem Singen. Also ich stand ganz lange schon so auf Bühnen in der Öffentlichkeit. Man muss das irgendwie in sich haben, wisst ihr, was ich meine? Es sind so Menschen, die sind halt so extrovertiert und ich bin so ein extrovertierter Mensch. Und ja, manche Sachen habe ich mich halt nicht getraut und manche Sachen kommen dann halt mit der Zeit. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich erzähle gerade irgendwelche Sachen. Ich will einfach nur sagen, dass ich super, super happy bin zurzeit mit meinem Leben, außer mit der Wohnung. Das ist jetzt noch eine Baustelle, die wir bewältigen müssen, ne? Da wird auch bald umgezogen, sobald wir was Gutes gefunden haben. Und ich bin einfach richtig happy, richtig, richtig happy, dass ich Ermin gefunden habe. Ermin unterstützt mich. Ermin, habe ich das Gefühl, treibt mich voran. Seitdem ich Ermin habe, habe ich mehr Power, mehr Kraft. Und ich habe das Gefühl, wir treiben uns beide voran. Und wir sind beide so Macher-Typen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir stoßen uns so an. Versteht ihr? Wir geben einfach Gas und wir sind einfach happy, wie es gerade ist. Und ja, ich liebe ihn, er liebt mich. Das ist einfach. Wir lieben euch natürlich auch. Und was erzähle ich da gerade? Keine Ahnung, was ich da erzähle. Ich will euch immer nur sagen, ich bin happy gerade, so wie es ist. Und mit meiner Freundin Sarah, vielleicht kennt ihr die noch, die war ja mal bei mir. Wir haben uns nur einmal gesehen, aber wir sind wirklich dicke, wir sind richtig dicke befreundet. Sie wohnt nämlich ein bisschen weiter weg, so 2 Stunden von mir entfernt. Und wir haben uns wirklich geschafft, uns nur einmal zu sehen, wo sie mal hier war, wisst ihr noch? Und dann hat sie so einen Hexenschuss bekommen, da konnten wir nichts machen. Habe ich ihr gesagt, boah, bitte jetzt nicht nochmal, ne, wenn wir uns sehen. Ja, wir haben auf jeden Fall vor, jetzt im Mai für ein paar Tage nach Istanbul zu fliegen. Istanbul ist so eine schöne, lebendige Stadt, wo man so viel erleben kann. Und wir fliegen für 5 Tage dahin. Eigentlich reichen 5 Tage nicht, um das alles zu sehen. Aber ja, wir gucken, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Ich war schon 2-mal in Istanbul. Und wir haben gesagt, wir nehmen uns eine kleine Auszeit, Sarah und ich. Und wir fliegen dann für ein paar Tage nach Istanbul. Wir wissen noch nicht genau wann, aber jetzt im Mai. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für uns. Wer sich in Istanbul auskennt, dann schreibt es in die Kommis, was wir auf jeden Fall erleben und sehen müssen. Schreibt es bitte in die Kommentare und dann ja, werden wir das mal angehen.